Genossinnen, liebe Genossen, liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich darf hier heute bei dieser kleinen Diskussionsveranstaltung der Wiener Bildung und der Bundesbildung Professor Dr. Siegfried Nasko begrüßen, deren Sie allen kein Unbekannter ist. Siegfried Nasko ist der Initiator und Begründer des Karl-Renner-Museums in Glockenitz. Er ist Historiker, er war Stadtrat, Kulturstadtrat in St. Pölten. Er ist der Autor von zahlreichen, teilweise aufsehenerregenden Büchern. Und die letzte Publikation, die Siegfried Nasko vorgelegt hat, haben wir hier stehen. Karl Renner, eine Wahrheitssuche. Lieber Sigi, ich darf vielleicht anfangen mit einem für mich sehr, sehr zentralen und wichtig erscheinenden Anekdote oder eine Begebenheit, die uns Zeit- und Sozialhistoriker massiv, ich würde mal sagen, erregt hat im Wortsinn. Ein ehemaliger Landeshauptmann und Zeithistoriker hat einen Artikel über Karl Renner publiziert, in dem er Karl Renner die übelsten antisemitischen Aussprüche und Zitate unterstellt. Eine kleine Recherche, eine kurze Recherche hat ergeben, dass Karl Renner eine Parlamentsrede gehalten hat, 1920 nach der für die Sozialdemokratie verlorenen Wahl. 1920, und die Sozialdemokratie hat diese Wahl nicht zuletzt verloren, weil sie im Zeichen eines massiven Antisemitismus, der sich damals vor allem auch gegen die Spekulationen in der unmittelbaren Nachkriegszeit, in der Zeit des Währungsverfalls etc. gerichtet hat. Karl Renner hat in dieser Parlamentsrede, die aufsehenerregend war, Zitate der Christlich-Sozialen aus dem Wahlkampf, den Christlich-Sozialen vorgehalten, um etliche Jahrzehnte von einem christlich-sozialen Zeithistoriker diese Zitate als seine eigenen präsentiert zu bekommen. Du hast dich in diesem Buch großartig mit diesem Mythos, aber auch mit einer Menge anderer auseinandergesetzt, darum Wahrheitssuche. Was ist der wesentliche Punkt, lieber Siege, der dich da beim Schreiben dieses Buches inspiriert hat? Ja, das Wesentliche für mich war, dass gerade innerhalb der, auch der Sozialdemokratie, dass die Christlich-Sozialen und die Nachfolgepartei versucht, also hier also Schmutz hineinzubringen. Das ist verständlich, aber Renner hat also bei der Linken in der eigenen Partei auch sehr angestreift. Und wir kennen das also von der Zeit, also während des Ersten Weltkrieges, wie stark das gewesen ist. Und muss ich sagen, war es und ist es mir ein Anliegen, so wie es Sepp Wille 1988 formuliert hat, als Anton Bellings das erste Mal gefordert hat, also das Renner-Institut in Otto-Bauer-Institut umzubenennen, und der hat gesagt, der Sepp Wille, ja, so habe ich mir also diese Aufarbeitung nicht vorgestellt. Was waren da für Leute? Der Scherf hat das damals nicht gewusst, hat er gesagt. Der Kreisky hat es nicht gewusst, niemand, und die ganzen Leute, die auch im KZ und so weiter waren, in der ersten Bundesversammlung, die ihn zum Bundespräsidenten gewählt hat, die haben das alle nicht gewusst, hat er gesagt. Und jetzt auf einmal der Herr weiß das. Das geht nicht, hat er gesagt. Also, und hat dann eine Reihe von Leuten zitiert, die also den Renner anders gesehen hat. Und auch ich sehe in Renner jetzt viel mehr anders, weil in der Pension habe ich Zeit gehabt, also wirklich die Quellen noch einmal alle aufzuarbeiten. Und ich möchte sagen, also da sind mir besonders also Dinge während des Ersten Weltkrieges, dann dieses Versailles-Denken, an das man gar nicht immer denkt, obwohl man es also verwendet, auch bei uns. Ich denke nur an das Schlüsselwort Opfermythos und dann vor allen Dingen die Anschlussudetenfrage und dann
für manche, die verstehen nicht einmal den Stalinbrief, also bitte. Allerdings, du hast jetzt gleich ein großes, großes Panorama aufgemacht. Ich wollte vielleicht einfach nur auch anfügen, dass Renner von der Nationalversammlung einstimmig zum Bundespräsidenten gewählt wurde am 2. Dezember 1945, wenn ich richtig mich entsinnen Am 20. Am 20., Entschuldigung, ja. Also am 20. Dezember. Und da ist es dann ja auch für 5 Jahre lang geblieben. Ich muss nur sagen, dass Renner natürlich auch schon zu Lebzeiten oder besonders eben auch zu Lebzeiten eine durchaus umstrittene Figur war. Das war jetzt im weltpolitischen Zusammenhang. Der Lenin hat ihn ja als den verächtlichsten Lakai des deutschen Imperialismus bezeichnet, als einen Verräter am Sozialismus, was den Lenin nicht daran gehindert hat, an der Idee der Durchstaatlichung der Ökonomie, die ja vom Renner kommt, anzusetzen und sozusagen das als Hebel zum Sozialismus, Anführungszeichen, zu benutzen. Der Fritz Adler hat die Burgfriedenspolitik in seinem großen Prozess, die Burgfriedenspolitik der Partei am Beispiel der Person Renners abgehandelt. Der Stalin hat eine krude Polemik, eine furchtbare Polemik gegen die Thesen zur Nationalitätenfrage, die Renner und auch Bauer formuliert haben, geschrieben und hat sie doch im April 1945 an den alten Sozialdemokraten erinnert und nach ihm suchen lassen. Aber die sind beide, der Renner und der Bauer, für ihre Minderheitenpolitik bei den Nationalitäten als Rechtssoziologen besonders geehrt wurden und sind in Onady, in dem Institut für Rechtssoziologie, unter den 15 Plaketten der größten Rechtssoziologen der Welt, sind die zwei dran, wegen ihrer Nationalitätenpolitik. Naja, und die Frage des Personalitätsprinzips, so wie es Renner formuliert, dass jeder Bürger der Monarchie, unabhängig von dem Territorium, in dem man lebt, Mitglied eines autonomen nationalen Selbstverwaltungskörpers ist. Das ist ja geradezu, genial. Jetzt tut man genau dieses Wort ein. Wäre ein Hebel gewesen, die Monarchie in allerletzter Instanz zu retten. Ja, zweifellos. Also innerhalb des Ersten Weltkriegs muss ich sagen, das ist eigentlich für mich auch ein Ansatz zu einer herben Kritik am Renner. Weil das war für mich eigentlich, und das ist bis heute unvorstellbar, warum der Renner da eingestimmt hat in das Hurra. Das hat er mit allen zusammen. Er hat auch dann viele Erklärungen abgegeben, also wie schwer es die Leute hatten. Das ist das berühmte Bild, also wenn das Herrenhaus brennt und das eigene Haus mit, dann muss also das Gesinde mitlöschen helfen. So hat er das interpretiert. Und es ist uns nichts anderes überblieben, als mit dem eigenen Staat zu gehen und der eigenen Nation oder mit den Bruderparteien und damit eigentlich letztlich gegen alle Nationen und gegen die Internationale auch zugleich. Also das hat er, aber er hat ja schon eine Friedenshymne geschrieben gehabt, nicht? Für einen Sozialistenkongress. Er hat das alles in einem Moment, aber wenn man glaubt, dass das, was er dann kreativ gemacht hat, für Kriegsvorsorge und so weiter, Ernährung und alles, dass das für die Verlängerung des Krieges war, das ist ein totaler Holler, sondern Renners Grundkonzept. Und das würde ich mir wünschen von allen Politikern der Welt und von unseren heute ein bisschen, muss ich sagen. Weil Renner war sein Grundsatz und seine Grundauffassung war, unsere Aufgabe als Politiker ist es, Leid von den Menschen abzuwenden. Den Menschen Brot zu geben, Arbeit zu geben, wenn sie krank sind, Fürsorge zu geben. Und
das, dadurch, dass er diese Durchstaatlichung der Wirtschaft auch gemacht hat, hat er ja gehofft während des Krieges, dass diese militarisierte Hebel zum Sozialismus, dass der bleiben wird nachher. Und ist es auch geblieben. Das muss ich sagen. Und der Renner hat gesagt, an dem muss ich sagen, das ist ein Beispiel sondergleichen. Er hat also damals in Marxismuskrieg und Internationale also festgestellt, er war ja, seine Säulen des Denkens waren ja das Recht, der Staat und die Nation. Ne? Und solange ein Staat nach dem Recht lebt, solange auch ein Tyrann, solange er die Gemeinschaft zusammenhält, hat er gesagt, solange ist es gut für die Bevölkerung, für die Arbeiterklasse, mit dem zu reden und sich nicht zu erheben. Selbst wenn er noch so viel Unrecht tut und wenn er noch so viel Brutalität macht, weil jede echte Auseinandersetzung, wir haben ja das dann im 34er Jahr gesehen, trifft nur die Arbeiterklasse und nie diejenigen, die eigentlich die Schuld haben. Lieber Sigi, wenn ich da bei zwei Punkten, also ich würde es sehr, sehr gern auf diese Frage kommen, die Rechtmäßigkeit des Regierens und die Rechtmäßigkeit von Regierungen, auch in Situationen der autoritären und des autoritären Staates. Zuerst vielleicht noch auf seine Kriegsbegeisterung einzugehen, wohlgemerkt, wir reden vom Ersten Weltkrieg. Ja. Ich hatte ja das Privileg und die Freude, eine Ausstellung machen zu dürfen, anlässlich 100 Jahre Erster Weltkrieg, Zusammenarbeit mit dem Bundeskanzleramt, über die Medien und der Krieg. War natürlich ein großes Thema, die Intellektuellen und der Krieg, und der Renner war ja in seiner Kriegsbegeisterung nicht alleine. Im Gegenteil, man muss sich fragen, in Österreich, Ungarn, in Deutschland, aber auch bei den Entente-Mächten, wer gegen diesen Krieg war. Und du wirst niemand finden, du wirst den Karl Kraus finden, der als alter Apokalyptiker sich selbst bestätigt gesehen hat. Der Arthur Schnitzler hat geschwiegen, aber Menschen vom Range eines Sigmund Freud waren anfänglich dafür. Vom Range eines Austerlitz, der den berühmten Leitartikel Tag der Deutschen Nation geschrieben hat und. Ja. Also es waren damals alle in einer wahnsinnigen Kriegsbegeisterung. Ich sehe mich immer wieder gezwungen. Aber der Austerlitz hat also zumindest den Kriegsanlass für die Österreicher, das Attentat, hat er eigentlich als nichts gesehen. Als nichts gesehen, war es ja. Es war ja auch, aber warum es dann trotzdem mit dann hat, das versteht. Es ist schwer zu erklären, aber es war eine allgemeine Kriegshysterie und es war eine allgemeine gewaltige Kriegsbegeisterung. Leider, muss ich sagen, sind die Analogien zu unserer jetzigen Situation mehr als frappant. Ja. Und so sehr ich den deutschen Bundeskanzler wirklich schätze, besonders in seiner Funktion als Bürgermeister von Hamburg seinerzeit, muss ich sagen, wenn er hintritt für eine schon mittlerweile sehr, sehr kleine Versammlung von Pazifisten und ihnen entgegenbrüllt, ihr seid ja aus der Zeit gefallen, ja, dann ist mir die Analogie zu der großen Kriegsbegeisterung im Jahr 1914, dann fällt mir das einmal so sehr, sehr stark auf. Das ist für mich ein Beispiel der Zelensky, der so gefeiert wird im Westen. Renner hätte so etwas nie gemacht, getan, was der gemacht hat. Ja. Weil denn seine Aufgabe wäre nicht gewesen, also da den Krieg zuzulassen, sondern der hätte müssen allen NATO-Absichten und so weiter abschwören sofort und verhindern, dass Russland wirklich etwas in Bewegung setzt und nicht nur an der Grenze, sondern hinein und das erobert. Und das hat er
Und der ganze Westen hat dem gestützt und im Grunde, glaube ich, geht alles nur ums Waffengeschäft auf die Dauer und auf den Wiederaufbau, so wie, also das finde ich ist eine große Lüge, der wir alle unterliegen. Mhm. Also das ist für mich eine reine Katastrophe, aber das, was ich vorher gesagt habe, dass Renner auch den Tyrannen hört, das ist der Schlüssel auch zur Erklärung 38. Lieber Sigi, ich möchte aber noch gar nicht über 38 reden. Ich würde jetzt gern sozusagen die Vorgeschichte, ja, und da ist ja Renner auch in ungeheurer Weise interessant. Also Mitteleuropa. Ja, ich will noch auf einen anderen Punkt hin. Ja, der Otto Bauer hat ja mal über den Renner gesagt, das ist erstaunlich und eigentlich unfassbar, wie mit welch scharfem Intellekt er die jeweilige Situation begreift und durchschaut. Nur ist er dann von seiner eigenen geistigen Leistung so überzeugt, dass er ganze Weltanschauungen über Bord wirft. Das ist ja der alte Opportunismusvorwurf, den man dann... Umgekehrt hat der Renner im Bauer genau umgekehrt gesehen. Genau umgekehrt gesehen, genau so umgekehrt, ist es. Ja. Der alles sozusagen seiner einmal für richtig erkannten Ideologie unterordnet. Das war der Renner in der Tat nicht. Aber, ja, was mir beim ganzen Studium, und ich bin da ganz auf deiner Linie, je mehr man sich mit Renner auseinandersetzt, desto faszinierender wird diese Persönlichkeit. Aber ich habe dann doch immerhin die wenigen Monate vor 1934, wo er als Vertreter der Partei Rechten zusammen mit Helmer, also als Vertreter der Niederösterreicher, dann doch Konzessionen macht, oder er macht es ja nicht, er bietet Konzessionen an. Das geht bis hin zu einem Verfassungsentwurf, den er schreibt, der ja eigentlich ein Hineinwachsen in den autoritären christlichen Ständestaat bedeutet. Er war Realist, er hat gesehen, das ist ja schon. Ja. Das war ja schon, der Weg war ja schon. Also das wäre ja auch gekommen, wenn der Renner nicht zurückgetreten wäre am 4. März. Der Dollfuss war auf diese Sache eingeschworen und hätte halt einen anderen Grund dafür vorgeschoben. Mhm. Also das hat überhaupt keine Wirkung gehabt. Aber der Renner ist eben jedem, er hat überall positiv gesucht, wie 1930 die Nazi in Deutschland sich gesagt haben, nein, wir gehen nicht mehr Revolution machen, sondern wir ordnen uns der Demokratie ein und wollen legal die Macht erobern, hat er die als Vorbild sogar für die Kommunisten hingestellt. Hat er gesagt, die sollten das auch machen. Aber dass die das nur machen, damit sie die Demokratie also total zerstören. Ja. Sowas hat er sich gar nicht vorstellen können. Mhm. Und das möchte ich heute schon sagen. Der Renner, ich muss sagen, so ein hochgeistiger, genialer Kopf, weil der hat sich bis ins Detail, wenn man das anschaut, die Arbeiterbank, die Genossenschaftswesen, also der hat bis ins Detail durch die ganzen Statuten auch für die Naturfreunde gemacht. Der ist hinausgegangen in die Filialen, hat das kontrolliert, hat bei den Sitzungen des Vorstandes, hat der also untreue Verwalter demaskiert und hat es hinausgeschmissen. Also sowas wie bei uns dann beim Gerhard da passiert ist, wäre undenkbar gewesen. Also der Renner war wirklich, also und der hat also gegen die Partei zum Teil werben müssen, weil die eigenen Leute es nicht so richtig verstanden haben. Wenn sie Geld gehabt haben, sind sie nicht zum Konsum, sondern zu anderen einkaufen gegangen. Und er hat gesagt, ja, aber das ist ja unser Kapital, macht das, der hat so schwer gehabt. Und was ich, besonders in unserer Zeit jetzt, bei dieser Regierung und bei den Vorläuferregierungen sagen möchte, der Renner war wirklich gegen Staatshilfe bei den Genossenschaften. Und warum? Was war sein Motiv? Er hat immer gesagt, die Staatshilfe wird uns korrumpieren. Das dürfen wir nicht annehmen, mein Lieber. Also so eine Persönlichkeit haben und überhaupt wagen, den anzuzweifeln, ich verstehe es gar nicht. Ich muss ehrlich sagen, weil der hat ja wirklich bleibende
wissenschaftliche Dinge gemacht, aber auch seine Ansätze in der Politik. In meinen Augen hat er ja also die friedliche Koexistenz von Egon Bahr vorweggenommen. Also, lieber Sigi, du hast jetzt in einem sehr emotional gehaltenen Plädoyer, für das ich dich sehr bewundere, diese ungeheure Spannbreite des Karl Renner versucht abzudecken als Sinnenmensch, als Genussmensch, als politischer Mensch, als ein Wissenschaftler, als ein Mensch, der den praktischen Dingen nicht nur zugeneigt ist, sondern der tatsächlich auch anpacken konnte, gründen konnte, die Arbeiterbank gegründet hat, die Konsumgenossenschaften gegründet und das alles als Erfolgsmodell, wohlgemerkt. Ja. Nebst seiner alten Leidenschaft der Naturfreunde. Und alles das, ich möchte nur ganz kurz zu sprechen kommen auf den Wissenschaftler. Zwei Dinge, die mich als jungen Studenten schon sehr bewegt haben, war die Fragen der Wirtschaft und die Sozialisierung, ja, also Sozialisierungsband von 1924, großartig. Die soziale Funktion der Rechtsinstitute, ich glaube nicht, dass ich das damals verstanden habe, wie ich es gelesen habe. Da hat man wesentliche Grundlagen gefehlt, aber es ist unfassbar. Aber gerade der Funktionswandel, da gibt es einen Brief vom Sinzinger, der Universitätsprofessor in Frankfurt, der dort die Arbeiterakademie geleitet hat, aus dem Jahr so 1930, 31, wo der Renner schon mit dem Nationalratspräsidenten sprung, das dürfte schon gewesen sein, und der schreibt ihm, wie begeistert die deutschen Studenten von seinem Funktionswandel sind. Und dass er im kommenden Semester Übungen darüber macht. Und er lädt ihn ein, lieber Dr. Renner, kommen Sie, wie das natürlich bei ihm mit seinem Board geht, weiß ich nicht, aber er hat ihm vorgeschlagen, inkognito kommen und sich hineinzusetzen und das mit anzuhören, wie begeistert die seine Kreation da durchüben selber. Das ist also unglaublich. Also er hat gültige wissenschaftliche Leistungen. Was sagen wir an von der Politik, der sowas, weil es geht ja nicht um die Fülle vom Schreiben, es geht ja wirklich um das, was man damit machen kann. Das heißt, die Orientierung hin auf den Staat, die Orientierung hin auf das Recht, die Orientierung hin auf die Ökonomie ist bei ihm eigentlich immer gegeben und ist das zentrale Leitmotiv eigentlich. Ja, es ist ja interessant, wie er also zur Wirtschaft gekommen ist. Ne? Weil er war ja ein Prachtschüler im humanistischen Gymnasium. Der war also dort, das war sein Elixier, er hat ein besseres Latein geschrieben als wie der Ovid, und haben sie gesagt, nicht? Und der Cicero. Also, und wie er dann hinausgekommen ist, wollte er kennenlernen, wie die Welt wirklich ist. Er hat sich also in Kunzendorf in der Nähe von Nikolsburg die ganzen Institute des Staates angeschaut, Gericht und so weiter, Rathaus und so weiter, und ist dann draufgekommen, dass er eigentlich über die Wirklichkeit nichts weiß. Das ist alles, er weiß die Verfassung vom Sulla, aber er hat keine Ahnung, was für Verfassung der Staat Österreich, die Monarchie hat. Hat er gesagt. Und das, worauf es heute ankommt, das ist eigentlich die Wirtschaft, ist er dann draufgekommen. Daher, ich möchte Wirtschaft studieren. Das war sein Entschluss, als gegen das, er hat seine eigenen ganzen Schriften verbrennt selber, vor lauter Zorn. Später hat er es wieder gesucht, waren es weg. Nicht? Also gewisse waren noch da, aber sein Gedicht an die Kronprinzenhochzeit oder sowas ist weg. Ne? Also ich will nur sagen, der ist durch diese Erkenntnis, eine Existenzerhellung, durch das ist er draufgekommen, was er machen soll. Aber er ist nie stehen geblieben dabei. Jetzt muss ich doch nur mal genau auf das zu sprechen kommen.
Ich habe so in vage Erinnerung, ich habe seine Jugenderinnerungen auch vor sehr, sehr langer Zeit gelesen, ebenfalls überaus beeindruckend, überaus beeindruckend. Ich kann mich erinnern, da ist am Anfang ein Passus, wo er schreibt, ich wurde als 17. oder 18. Ja, Kind einer armen, bettelarmen ja. Familie geboren. Und das schreibt er dann auch 1930 an den Huiber. Aha. Da schreibt er einen langen Brief und da schreibt er drinnen, ich bin nicht rekrutiert worden aus Verdienst zur Sozialdemokratie, sondern durch meine Geburt. Das ist mir zugefallen. Mhm. Seitdem meine Eltern also enteignet wurden und ins Armenhaus sind, bin ich also praktisch rekrutiert worden und auch meine Frau, wir beide haben nichts gehabt, als wir ein Kofferl und das, was wir am Körper gehabt haben. Also der hat sich wirklich dazu bekannt. Der war früher größerer Linker als alle Linken, die ihn kritisiert haben. Wirklich. Ja. Und auch das Faktum, dass er schreibt, 17. oder 18. Kind. Ja, ja. Naja, das man war ja wirklich so. Man hat es nicht gewusst. Ja, ja, weil er immer Zwilling war. Ne? Ja, ja, ja. Und der hat ja nie gewusst, einer ist gestorben davon. Und er hat, glaube ich, ein blaues Matscherl gehabt und der Anton ein rotes. Und die sind runtergefallen. Ja. Einmal im Kinderwagen. Und dann haben sie nicht mehr gewusst, wer. Und da hat er dann später noch Witze gemacht und gesagt, ich weiß ja bis heute nicht, ob ich der Toni bin oder der Karl. Ne? Also. Ja, ja, ja. Aber auch das muss man sich vergegenwärtigen. Ja? Was für eine Leistung, aus so einem Umfeld zu kommen und dann in die höchsten Höhen aufzusteigen, sei es politischer Natur, sei es als Wissenschaftler, sei es sei es in seiner menschlichen Leistung. Ne? Das ist etwas, was man mal nachmachen muss. Wenn man menschliche Leistung sagt in der Jugend, da hat er zwei Dinge, die ich da nur hineinwerfen möchte. Einerseits, also hat es einmal so eine Auseinandersetzung mit städtischen Schülern gegeben untereinander und er hat für eine Partei genommen, dem er sich irgendwie zu dem hingezogen gefühlt hat. Und der hat sich aber geniert deswegen und hat ihm eine geklatscht, den Renner. Und der Renner, der hat ihm nur strafend angeschaut, aber milde strafend. Und die sind dann zusammengekommen. Und das war so der erste Hinweis auf seine totale Gewaltlosigkeit, die er gehabt hat. Er hätte nie jemanden. Und die zweite Sache war das Abiturientenfest bei der Matura, wo also höhere Kollegen aus Wien und so weiter gekommen sind, auch, um mit den Maturanten zu feiern. Und da wollten sie also verlangen, dass die jüdischen drei, die dabei waren, beim Renner seiner Klasse, die sollen verschwinden. Und der Renner ist damals aufgestiegen und hat gesagt, die waren uns die ganzen Jahre gut genug, die sind uns auch heute genug. Also, und das ist nicht eine Sache, die er nur während dem Krieg geschrieben hat, sondern die muss stimmen, weil ja Leute noch gelebt haben, die seine Mitschüler waren. Daher hätte er es nie also lügen können. Es ist jetzt, wir sind jetzt wieder auf dem Thema, das wir Anfang behandelt haben. Ja. Den Renner als Antisemiten zu denunzieren. Aber das war vorher, bevor er noch Verwandte gehabt hat. War er schon. Ja. Aber es ist so absurd. Der Antisemitismus war ihm wesensfremd. Er hat das nicht einmal gedacht. Er war total tolerant. Ja, ja, ja. Durch und durch tolerant. Aber okay. Für die Christen war er schon ein bisschen distanziert. Ja, da hat er also Jugenderlebnisse haben da, aber das will ich jetzt nicht verbreiten. Okay. Wir sind ja sozusagen in dem Sinn nicht chronologisch orientiert in unserem Gespräch. Trotzdem möchte ich sagen, er hat ja sozusagen aus ureigenster Erfahrung den Weg zur Sozialdemokratie gefunden. Er hat sich selber einmal, leicht ironisch natürlich, auch als letzter Monarchist bezeichnet, weil er doch... Das hat er zurückgenommen.
Hat er das beim Spitzmüller, das ja. Ist zum Beispiel etwas, was ich nicht weiß, dass er das gesagt hat. Nein, das hat er. Er hat gesagt, das ist falsch verstanden worden. Ja. Hat er dem gesagt, das schreibt auch der Spitzmüller. Darf ich probieren, wie es ich verstanden habe? Ja. Er hat sozusagen, indem er konzipiert hat, so etwas wie eine Eidgenossenschaft der österreichischen Nationen, eine Schweiz im Großen, wohlgemerkt mit monarchischer Spitze, also eine konstitutionelle Monarchie, da kann man ja schon irgendwie als Monarchisten bezeichnen, nein, oder? Der Renner hat, die Leute kennen seine Tätigkeit nicht ganz. Mhm. Ich habe also allein im Landtag, was er dort alles geredet hat, und auch in anderen Schriften, für das Wahlrecht 1905 und so weiter. Ich muss sagen, da hat der Renner in einer ziemlich harten Sprache die Krone angegriffen und hat gesagt, die Krone, die hat können, also mit ihrer Macht, jemanden Furcht erregen vor 200 Jahren. Heute nicht einmal das eigene Hofgesinde. Das hat er damals und er hat in Franz Josef auch, obwohl er auch zitiert wird, dass der Kaiser steht ja über allem, aber er hat gesagt, was ist denn der? Der sitzt ja nur den ganzen Tag am Schreibtisch. Das ist ja ein reiner Bürokrat. Mhm. Also, und was hat er gesagt über die Monarchie? Er hat nie verlangt die Abschaffung. Aber er hat gesagt, die Monarchie ist nichts anderes als ein chinesischer Zopf. Ja, ja, aber sozusagen sein Denken war doch auf größere Räume gerichtet. Das war unbedingt. Ja? Unbedingt. Aber er hat immer gesagt, ich kann mir es auch als Republik vorstellen. Und ihr braucht es ja nur, hat er gesagt, schauen in die USA und nach Frankreich, da ist auch kein Monarch mehr, der geht niemand da, hat er gesagt. Okay. Also in dem Sinn war diese. Wie soll man sagen, leichte Selbstironie des letzten Monarchisten, also eine Laune. Ja, er war natürlich von der Person, vor allen Dingen vom letzten Kaiser, war er furchtbar enttäuscht. Ne? Weil der war ein Bubi für ihn. Ne? Mhm. Der hat keine Information und nichts gehabt, der hat nicht einmal gewusst, dass er Bücher gelesen, geschrieben hat, der Renner. Ne? Mhm. Das hat ein Renner natürlich ein bisschen empört, ja. Also, zu Recht im Übrigen. Ja. Und er hat er dann, ich muss sagen, obwohl er vor Kriegsende anders gedacht hat, aber nach dem Krieg hat er dann schon also, zugesetzt, den Kaiser, den Ex-Kaiser da. Macht man einen großen zeitlichen Schritt, eine wichtige Sache, die wir keinesfalls bei Werkeinschätzung und Analyse des Rennerschen Övres, des Rennerschen Daseins liefern sollten oder über die wir uns unterhalten sollten. Es wird da sehr oft genug heran. Ich würde fast sagen, herbeizitiert, herangezogen, Renners Jahr zum Anschluss. Ja, also, es ist ja nicht uninteressant, dass ja Renner eigentlich in der Partei einer der letzten war, der für einen Anschluss überhaupt war, vor Kriegsende. Der hat ja noch Anfang Oktober 1918, als der Bauer und die Linke das schon längst vorantreiben wollten, immer noch gedacht, das ist zu früh über das noch. Und er war immer noch, also eher Donauentente hat Donauentente, er gedacht. Nicht? Ja, und das ist ja dann, bis Ende der 30er Jahre hat er eigentlich das mitverfolgt. Und da hat ihn auch zum Teil der Otto Bauer dabei dann auch unterstützt, weil sie ja gesehen haben, wie das mit dem Anschluss, das hat ja, da hat es ja nie einen Aufbruch gegeben. Und der Renner hat also natürlich gekämpft in Saint-Germain dafür und hat also auch, er hat vorher gar nicht gegolten als Befürworter vom, deswegen haben sie ja in Bauer nicht genommen, weil er sehr exponiert war für Bauer die Delegation. Ja, ne? Ja. Und der vielleicht Renner sollte man noch sagen,
Bauer hat explizit den Anschluss an ein demokratisches Deutschland. Ja? Nachdem die Monarchie zerschlagen war, war die Perspektive für den Bauer klar. Das ist eine Perspektive des Zusammengehens mit der Deutschen Republik. Ja? Und man muss eines dazu sagen, es war auch Bauer, der 1933 am Favoritenparteitag, also so ein Dosser, ordentlicher, halblegaler Parteitag im Oktober 1933 die Streichung des Anschlussparagrafen durchgesetzt hat. Also das muss auch zur Ehre von Bauer gesagt werden. Aber ja, der Renner kommt dann 1938 mit dem legendären Zeitungsinterview, wo er sagt, er wird mit Ja stimmen. Ja, ja, aber das, was der Bauer gemacht hat, das sind Wortspielereien, weil in Wirklichkeit hat er sogar in Paris noch den Anschluss wollen. Er hat aber den Renner sehr stark kritisiert im Sozialismus. Ja, er hat gesagt, seine Erklärung war immerhin nicht ohne Würde. Nicht ohne Würde, ja. Das hat er gesagt. Und ich sage, diese Erklärung vom Renner war nicht nur nicht ohne Würde, sondern das war eine mutige Erklärung. Ich kenne keine einzige Erklärung, weder von der Linken noch von der Rechten noch von der Kirche, wo auch nur wo die Nazi nicht drinnen gestanden sind und der Hitler nicht drinnen gestanden ist. In Renner seine Erklärung kommt beides nicht vor. Er hat nur geschrieben einmal bei der englischen Zeitung The World Review, er hat sich distanziert von den Nationalsozialisten, damit niemand glaubt, er ist nicht mehr Sozialist. Ja. Hat er gesagt, nur deswegen. Ja. Lieber Siege, ich aber musste... warum hat er überhaupt die Erklärung abgegeben? Und das ist dasselbe, weil für ihn war rechtsneutral. Mhm. Und ich habe schon vorher gesagt, also solange jemand also diese Position des Führers hat und wenn er noch so ein Tyrann und ein Blutrünstiger ist, dann ist es besser, man respektiert ihn, als man lässt sich sogar befreien. Weil die ausländische Armee haut alles zusammen wie in der Ukraine jetzt und treffen dort die arme Bevölkerung in Selenskyj nicht. Also ich sage nur, also das hat er also damals klar gemacht. Und in meinen Augen war dieses Ja zum Anschluss, er hat ja auf viele Fragen geantwortet, er hat niemanden wollen freipressen dadurch. Also der, was schon verhaftet war, es sei ihm nicht versprochen worden, hat er gesagt. Ich glaube trotzdem, dass er damit spekuliert hat, mit der Milderung, weil das war immer sein Credo, also Reden, das Gespräch, die friedliche Koexistenz. Und das wird also zu was führen. Und für ihn persönlich, der Profit war ja, dass seine Familie, die Enkel waren Halbjuden, der Schwiegersohn war Jude, dass die also haben können weg, das Land verlassen. Vorher ist aber der Schwiegersohn, obwohl ihm der Juri das versprochen hat, dass er bei ihm leben kann in Glognitz, haben ihm Hockenkreuzler aus Wiener Neustadt verschleppt und blutig geschlagen. Ne? Ja. Also. Ich muss dir ja ein Geständnis machen, lieber Sigi. Ich habe häufig und sehr häufig im Zusammenhang, wenn wir das debattiert haben, das Ja zum Anschluss, auf den Artikel in der World Review verwiesen, den ich im Übrigen in einer Publikation von dir, die 1982, Karl Renner in Dokumenten etc. etc. Ja. Herausgekommen ist, zum ersten Mal gesehen habe. Ja, ich hab mir dann aber der Norbert Leser hat es gefunden. Ja, okay, ich habe es bei dir gefunden. Ja, das ist, wie sich das verbreitet. Ich habe dann mir das Original ausgehoben im Landmuseum, um das auch kontrollieren zu können. Die World Review war ja jetzt nicht eine sehr verbreitete Zeitung, ist relativ bald auch wieder eingestellt worden, aber ja, es wird der Gestapo wurscht gewesen sein. Die werden das sehr wohl gekannt haben. Ja. Soweit meine Erinnerung reicht, schreibt der Renner da drinnen, dass er ein freiheitlicher Sozialist und keinesfalls ein empfänglich ist für einen das militärischen Rassenregime und für ein brutales Rassenregime, für einen militärischen Staatssozialismus. Ne? Ja,
Genau, also das schreibt er da drinnen. Das hat er so getroffen. Und, ja, und ich meine, wer hat sich das damals getraut? Egal in welcher Zeitschrift, er hat sich getraut. Alle anderen. Und weißt du, was andere zum Beispiel gemacht haben? Weißt du, was die Altkatholiken gemacht haben? Die haben, der Synodalrat und der Bischof der Altkatholiken haben also einen Beschluss gefasst, dass im Kanon der Messe jeden Tag die Fürbitte für unseren Führer Adolf Hitler gesprochen wird. Und auch ein gewisser heute sehr gefeierter römisch-katholischer, der Initzer Kardinal, hat diverse Briefe loslassen, wo man eigentlich nur schauen kann. Der Renner spricht von einem böswilligen Rassenregime, spricht von einem diktatorischen, militärischen Staatssozialismus. Aber es hat sich fast keiner entzogen, dieser Faszination der Nazis. Ja. Der Heinisch auch aus Glocknitz. Ja. Der hat im Wiener Journal einen leidenschaftlichen Willkommensgruß für Hitler geschrieben. Mhm. Also es ist auch von uns alle leid. Es hat keinen geben eigentlich, der wenigstens moderat gewesen wäre, so wie er. Er hat wirklich, und ich glaube, der hat irgendwas bezwecken wollen damit. Weil es war sehr. Wo der Bauer schreibt, die Erklärung war immerhin nicht ohne Würde, das ist ja auch in einem Brief an den Steinitz, in den USA, einer der letzten Briefe, die uns vom Bauer erhalten sind. Und da deutet der Bauer an, dass es Erpressung und Nötigung war. Ja, das glauben viele. Ne, das glauben viele, aber der Rainer. Wir wissen es nicht, gell? Der Rainer hat das, also Freunden gegenüber, auf Kosten der Freundschaft bestritten. Das muss ich sagen, das hat mir die Sekretärin von ihm mehrmals erzählt. Ne? Es gibt also sehr viele Geschichten darüber. Also der Helmer schreibt darüber, es hat der Schärf in der Volkshochschule in der Maria-Hüfer-Straße einmal dann einen Vortrag gehalten darüber, wo er gesagt hat, er ist Ohrenzeuge gewesen, wo Nazi also versprochen haben, den Renner, er sei Ohrenzeuge gewesen. Dass sie ihm das versprochen haben, also dass der Schwiegersohn freigeht. Nein, nicht, dass überhaupt da was gemacht wird. Okay. Und wer konnte diesen Leuten damals schon glauben, hat er dann gesagt. Mhm. Also er hat das selber wieder aufgehoben. Mhm. Also das war, aber der Renner hat davon nichts gehabt. Ja. Er ist ja, die haben ihm gleich die Ehrenbürgerschaft in Glocknitz aberkannt. Ne? Also wenn einer sagt, der hat was davon gehabt, ist ein völliger Nonsens. Und der Rudolf Neck hat ja gesagt, die Briefe allein, die vom Renner bekannt sind, an Speiser, Bauker und so weiter, wenn die bekannt worden waren, war er auf Schafott gekommen. Der hat drinnen solche Kritik auch am Nationalsozialismus zum Ausdruck gebracht. Aber was hat ihn Renner so in der Bredouille mit dem Anschluss gebracht? Nämlich dieses Interview, bevor es zustande gekommen ist, wo er zum Bürgermeister Neubacher gegangen ist, da hat er dann die Isabelle Ackerl von der Kommission für Zeitgeschichte, ich glaube 1972, ein Interview mit einem Zeitzeugen von damals, von dem Gespräch gemacht. Das war der damalige Vizebürgermeister im März 1938, der Thomas Kotzig, SA-Brigadeführer, der dann also Stadtrat geworden ist und für die Arisierungen und Sportstadtrat war. Und als Sportstadtrat im September 1939 die erste Massendeportation in Österreich durchgeführt hat, mit 1000 polnischen Juden schon im September vom Poster wegen eines Ländermatch Ostmark gegen Ungarn. Ja. Und 71 haben überlebt von den 1000. Ja. Und das alles ist dem gelungen, dem Kotschig, unter den Teppich zu kehren. Mhm. Der Volksgerichtshof hat ihn zwar angeklagt wegen Denunziation und wegen der Arisierungen, also
Beschlagnahme und so weiter. Aber sie haben die ganzen Akte über diese Massendeportation sind erst 2010 gefunden worden. Die hat er in der Magistratsdirektion versteckt gehabt. Und das Profil hat das mit der Marianne Eningel aufgearbeitet. Und da, aus dem Ganzen geht es hervor, dass er hat ja 10 Jahre Gefängnis gekriegt, nur für die Denunziation, und weil er illegal bei den Nazi war, hat eigentlich eine große Rolle gespielt, aber er hat dann gleich am Anfang wollen, nach 2 Jahren oder was, wollte er schon freigehen. Mhm. Und hat an die Justizminister und Renner Gnadengesuche geschrieben. Zum Renner ist es gar nicht gekommen, weil die Polizei das abgelehnt hat, weiterzugeben, weil Denunzianten so gefährlich sind, wenn die freigelassen werden, dass es einen Volksaufstand gibt. Ja. Weil das hält das Volk nicht aus, solche Leute. Ne? Und wie der Körner an die Präsidentschaft hat er bei seinem Antritt dem Kotschika die Haft erlassen, die weitere. Und deswegen hat er geglaubt, der Renner hat ihm das nicht gegeben. Und deswegen hat er sich so gerecht und beschreibt in dem Interview den Renner als einen furchtbaren Nazi, der also Hitler begeistert war bis zum Letzten. Aber er beschreibt ihn auch so, dass ich Zweifel habe, dass er wirklich dabei war. Ja. Weil der Renner also ganz anders ausschaut bei ihm. Also so dick wie ich heute. Also, und mit einem zappeligen Gang und lauter so. Und klein. Ne? Also das war so der, nicht der Renner. Das war nie der Renner. Ja, ne? Also das ist aber er war jedenfalls, ich glaube, gesehen hat er, weil das entnehme ich aus dem ganzen Briefverkehr auch seiner Mutter, die dann im Nachhinein die Gnade also unterstützt hat in Schreiben war und die auch an den Renner schreibt, dass, ob er sich erinnert, dass der damals dabei war. Ne? Das war nur von meiner Seite aus eine Verständnisfrage. Das war sozusagen die Begegnung Renner mit dem Neubacher, die der Kot sich bezeugt hat. Vielleicht sollte man noch, weil ich bin mir fast sicher, dass sehr viele Menschen, die uns hier bei unserem Gespräch zuhören und zusehen, nicht wissen, wer Neubacher war. Man muss dazu sagen, Neubacher war der erste Nazi-Bürgermeister in Wien. Naja, das Interessante war... Lass mich nur kurz, Sigi, weil mich immer komplett fasziniert hat, dass er im Büro von Hugo Breitner tätig war, dass er brillanter Jurist war, dass er ein Schlagender war. Der Hugo Breitner, man muss sagen, der jüdische Sozialdemokrat Breitner, holt sich den als Hochmann in sein Büro, der macht mehr oder weniger die juristische Basis für die Steuer. Ja, und für den Wiener kommunalen Wohnbau, ja, für den weltberühmten Wiener sozialen kommunalen Wohnbau in der Zwischenkriegszeit, ist 1934 kurz verschwunden, nimmt teil am Naziputsch des Juli 1934, sitzt ein in Wöllersdorf und ist einer von den überzeugten Nazi-Kadern, die dann 38 auftauchen, Bürgermeister werden, oder er wird Bürgermeister mit dem konkreten Auftrag, die Arbeiter des Roten Wien für den Nationalsozialismus zu gewinnen. Er kommt dann in eine gewisse, ich würde fast sagen, Frontstellung gegen die deutschen Nazi, und der Bürgel löste ihm nach einem Jahr dann auch tatsächlich ab. Ja, aber in dieser Zeit war vieles im Fließen und in dieser Zeit war vieles ungewiss, und ich denke mir, dieser Neubacher ist einfach eine Abenteurerfigur. Er ist Abenteurer, aber auch eine relativ integre Person innerhalb dieser Nazi Geschichte, aber was der Kotschig auch geschildert hat, ist,
Er hat es so geschildert, als hätte der Neubacher den Renner nie gekannt vorher. Mhm. Und die haben sie aber über 10 Jahre, weil sie waren ja zusammen im Österreichisch-Deutschen Volksbund, wo er Obmann war, der Neubacher. Und der Renner ist immer gebeten worden, was für den Volksbund zu tun. Ne? Nachdem er Bürgermeister von Wien war, ist er nach Kroatien gekommen und hat in Berlin also sich beklagt über das, was die Ustascha tut, gegen die Serben, gegen die Juden und gegen die Zigeuner macht. Ja. Also der war schon in Ordnung. Er taucht dann noch einmal kurz auf, nach dem Krieg, beim Haile Selassie, als Berater des äthiopischen Kaisers, verschwindet dann aber auch bald wieder. Jedenfalls eine außergewöhnliche und sehr, sehr ambivalente Figur, würde ich mal sagen. Aber komm mal nur mal zurück. Ja? Also wir zwei hier sind uns doch relativ klar, dass der Renner mit Ja gestimmt hat, so wie er das im Interview mit... Aber das war ja nicht alles, was ich gesagt habe. Dem Renner ist ja noch... Da gibt es zwei Dinge. Bevor der Anschluss dieses Jahr war. Erstens einmal, Ende März ist ein riesen Mercedes der Gestapo bei ihm in der Taubstimmengasse vorgefahren und die haben alle geglaubt, jetzt wird der Renner verhaftet. Und in Wirklichkeit hat die Gestapo das Staatssiegel und Dokumente von Saint-Germain gesucht und die hat die Frau, die Luise, in Glocknitz in ein paar Häferl drinnen versteckt. Und dann sind sie rausgefahren, aber in Renner ist die Angst in die Glieder gefahren. Mhm. Und der Renner hat selbst aus eigenem Fluchtpläne entworfen gehabt. Mhm. Und hat also schon die Vorkarten gehabt über München nach Berlin. Er hat gesagt, das denkt keiner, dass wir dass nach wir Berlin fliehen. Fliehen und hat wohl dann von Berlin nach Schweden mit dem Flugzeug. Und in Berlin hat er schon im Hotel Adlon für alle Familienmitglieder gehabt, also Liegeplätze und so weiter. Also hat das aber dann, nachdem das Treffen mit der Gestapo war, abgeblasen. Nicht? Also, aber ich glaube, dass diese Gestapo auftauchen für ihn, wenn es sonst nichts gegeben hätte, das war sicher ein Anlass, dass er da etwas gemacht hat. Weil da hat er gespürt, und das hat er gewusst, die machen keine Tänzchen. Und dann ist ja nicht uninteressant, weil im Zusammenhang wird immer die Sudetendeutsche Broschüre erbracht. Ne? Und da muss ich sagen, das hat mir so gefallen. Das wird ja von vornherein gleich gesagt, und der Oliver Radkolb hat ein sehr hartes Urteil, wenn das bekannt gewesen wäre, dass er da also den Hitler und den Mussolini und so weiter rühmt und das Münchner Abkommen, dann hätte er nicht dürfen, also Staatskanzler werden damals, 45. Nun, ich war mit dem Bortisch damals, also wie wir das aufgearbeitet haben, dieses Thema in Österreich 2, und da hat er, das war für mich so interessant, gesagt, lesen wir einmal, was er wirklich sagt. Weil das tun die wenigsten. Ja, das ja, wird einfach gleich ja, immer weiter. Ja, ja, ja. Und was sagt er drinnen? Er wirft dem Westen vor, dass sie ihm als demokratischen Kanzler eines kleinen Landes das versagt haben, was sie dem Führer einer Diktatur gegeben haben. Jetzt. Mhm. Also, das sagt er da drinnen. Mhm. Und er würdigt das, der Meister des Kompromisses, würdigt den Kompromiss, den die Westmächte mit dem Diktator eingegangen sind. Mhm. Und er dankt allen anderen auch. Mhm. Und dann wird ihm vorgeworfen, dass er drinnen auch ein paar Leute erwähnt, von den Christlich-Sozialen und so, die als wieder Miklas, die gegen einen Anschluss waren. Also 1918. Und er erwähnt hat, dass sogar einer Landesverräter war, der Otto Ender, nicht, mit der Schweiz und so. Mhm. Und für mich kann ich jemanden, der also so einen Verrat durch die Christlich-Sozialen erlebt hat,
der Lackner hat das einmal geschrieben, der im Profil, der braune Faschismus war ihm lieber als der schwarze im Renner. Mhm. Ja, die braunen Nazi hat er ja nicht gekannt, aber die Schwarzen, mit denen ist er zusammen in der Regierung gesessen. Naja, und er ist 100 Tage lang in der Haft gesessen, als Mitglied des Sozialdemokratischen Parteiverstandes, noch 34. Mit den Schwarzen war er befreundet, er hat den gedeckt zum Teil, er hat wirklich mit denen kulturell zu tun gehabt und so weiter. Und die haben wir ihm sitzen lassen, 100 Jahre, halt 100 Tage. Ja. Also für ihn waren es 100 Jahre im Geist, ja, ne? Weil was der dort erlebt hat. Ne? Ja. Und, ja, und er war 63. Das ist 1934 ein biblisches Alter. Ja, das war ein alter Mann. Den haben sie als alten Mann noch 100 Tage gesehen. Der Pölzer ist ja gestorben drin. Ja, ne? Ja, so ist es. Also, das war ja kein Honigletten. Ja, so ist es. Nein, man muss das deswegen auch. Verstehe ich auch nicht, wie der Belling kann so sagen, der war nie ein Widerständler oder was. Ja, ja. Das kann man nicht sagen. Ne? Nein, man muss. Ich sag da was. Man muss auch nicht, aufrechnen. In Adenauer aber genauso 1939 die christlich Sozialen gefragt haben, wie er in einem Kloster war, ob er nicht für den Widerstand was tun will. Und er hat das Gleiche gesagt wie der Renner, dafür taug ich nicht. Mhm. Aber niemand wirft ihm das vor. Mhm. In Renner wirfen soll vor. Ja, ja. Naja, weil der Renner eben so eine herausragende und faszinierende Figur ist, der natürlich, du kannst den Renner nicht festlegen auf eine Richtung. Der Vorwurf zur Sudeten-Broschüre, der kommt ja ganz wesentlich von den österreichischen Kommunisten her. Ne? Die haben ja da einen Popanz aufgebaut, der Sonderklasse. Und, Sigi, ich gebe dir recht, lest bitte die Originaltexte und setzt sie in den Kontext der Zeit. Ja? Und dann frage ich mich, wer so wie der Renner tatsächlich auch Mut gehabt hätte, diese Dinge zu sagen und sie natürlich teilweise auch verklausuliert zu sagen, aber er hat sie angesprochen und ich kenne keinen zweiten in dieser Zeit. Ja? Aber das ist jetzt eine Frage, die uns schon auch ein bisschen weiterführt, weil er ist ja dann relativ unbehelligt in Glocknitz, das weißt du besser als ich, in Glocknitz ins innere Exil gegangen, wenn man das so nennen kann, aber was macht er? Das macht er im inneren Exil. Er schreibt ein 500-Seiten-Gedicht, das Weltbild der Moderne. Ich habe mir das wirklich, ich habe mir das zur Aufgabe gestellt, vor wenigen Jahren das tatsächlich auch zu lesen, weil man dachte, ein 500-Seiten-Gedicht wird schwierig sein. Ja? Ich konnte nicht aufhören, so fasziniert war er. Ja? Der Mensch durchdringt den Geist seiner Zeit in ja, nicht nur seiner Zeit. Ich sage da nur ein Zitat. Ja. Drum bleibt dem Ahnenerbe nicht befangen, heiligt, was kommt und nicht, was längst vergangen. An die Jugend hat er appelliert. Ja. Er, der Alte, hat gesagt, wir sind weg. Ja. Hört auf die Jungen. Ja. Wer macht so in so einem Gedicht, wo einer glaubt, das ist ein, muss ich sagen, antiquiert oder so. Ne? Also der war wirklich immer auf der Höhe, nur als Bundespräsident weniger dann. Weil da hat er, das hat ihm der Chef immer wieder dann auch gesagt, nicht? Er hat ja also erstens einmal die Leute um sich gelassen, die was der Miklas schon gehabt hat. Und der, die haben ihm eingeredet, er soll sich nur mit seinesgleichen bewegen. Also wie soll er dann informiert sein und wo findet man seinesgleichen? So leicht nicht in der Hofburg. Ja. Ne? Also das war, und natürlich wollte er als Präsident auch weiter agieren und hat also da viele also Dinge gemacht, also dass man auch sagen kann, er war Vorläufer vom Staatsvertrag und hat also mit der UNO, also das war ja dann sein Traum vom Weltstaat, den er schon 1910 geträumt hat, hat er dann da. Aber er hat immer diese Kreationen, auch im Völkerbund, obwohl das so eine infaliden Konstruktion war, hat er an sie geglaubt und hat sie angehängt, die werden das machen. Mhm. Aber nichts ist geschehen. Nicht? Mhm. Die waren einfach nicht fähig, also wirklich Realpolitik zu leiten.
Ein Punkt bleibt uns noch, der ganz, ganz wesentlich ist, zentraler Punkt. Du hast ihn gleich ganz am Anfang angesprochen, lieber Sigi. Verhältnis Stalin-Renner oder vielmehr, ich glaube aus unserer Perspektive muss man sagen, Renner-Stalin im Jahr 1945. Es gibt die berühmten Briefe oder den berühmten Brief jedenfalls, der ja auch in vielerlei Hinsicht nun ja zumindest missverstanden wurde. Ja, also... Weil dann hat man ja den Renner, den man zuerst als Nazi denunziert hat, plötzlich als Kommunisten denunziert oder als Stalinisten denunziert. Ne? Naja, er hat natürlich sich schon hinausgewagt, aber er war so schlau, dass er gewusst hat, der Einzige, der ihm weiterhelfen kann, ist der Stalin. Da war ja noch kein Einziger vom Westen noch in Österreich. Mhm. Das war also noch ein Monat vor Kriegsende. Ne? Also das war ihm alles klar, also das kann nur der Stalin machen. Und er hat sich ja innerhalb dieser eineinhalb Monate bis zum 27. April x-mal geändert in seiner Einstellung. Er wollte ja, also da gibt es ja so ein Elaborat von ihm, wo er also mit den ganzen Heimwehrler, da war der Raab und der Gorbach und die alle dabei gewesen, der Figel, die wollte er alle aufräumen. Ne? Mhm. Also er wollte die Todesstrafe beibehalten und er wollte die KZs beibehalten für die Leute. Ne? Mhm. Und dann die Russen zu ihm gesagt, der Oberst Piderski, das können wir nicht machen, weil das, da tun ja die Amis und so weiter nicht mit. Nicht? Also wir müssen Konservative rein. Nicht? Und dann hat er sich immer mehr gedreht, dass er einfach, wie er gesehen hat, wie weit er gehen kann, wollte eigentlich die Kommunisten überhaupt noch mehr ins Kabinett nehmen. Ne? Und dann haben aber die um die 10 gesagt und haben ihre zwei Leute und den Koblenig als Vizekanzler bekommen. Ne? Mhm. Also wir reden über einen Brief, wo er den Stalin für den welthistorischen Sieg über den Faschismus feiert. Ja? Ich habe in genau demselben Brief eine faszinierende Stelle gefunden, wo er sich nach dem Wohlergehen oder nach dem Weiterkommen des Genossen Trotzki erkundigt, ebenso einige andere Stalin-Opfer anspricht. Ja, er sagt, warte nur ganz kurz. Ja. Er spricht ja einige an, ja, die alle Stalin-Opfer waren. Ja. Der Rasenhofer. Ja, genau. Und sagt, ich bin ja der beste Freund und ich bin ja der Bekannte von denen. Aus ihrer Wiener Exilzeit kenne ich die noch. Ich habe denen einen Pass gegeben und so weiter. Da habe ich mir gedacht, okay, ist es die Isolation in Glocknitz? Ist es eine gewisse Senilität oder ist er einfach hinterfotzig? Ja? Hinterfotzig. Ja. Ich glaube, er sagt den Stalin schon, pass auf, ich bin... Ja, ich bin manipulierbar. Ja. Ich glaube, also er hat eine Senilität, das hat der Leser schon einmal aufgezeigt. Und ich glaube auch, der war so schlau. Ich glaube schon. Ne? Ja. Ein anderer hätte das nie schon als Stolz über sich selbst, hätte es nie über sich gebracht. Mhm. Also da ist der Renner wirklich, also der hat gewusst, wie der nächste Schritt ist. Und das muss ich machen, damit ich das erreiche. Er hat ja eigentlich, der Brief hat ja so viel geöffnet, ne? Ja. Aber er hat ja dann später noch in den Briefen also beteuert, also dann, dass die ganze Registrierung der Nazis gesagt haben, dass ja in Österreich eh nur ein paar Nazis waren. Das hat er ihm dann zum Schluss. Und es gibt keine Nazi-Bewegung mehr da und so weiter. Ne? Ja, also ja. Aber was mir gefällt bei ihm ist, er hat also, ich glaube, das war schon im Mai, Juni 1945, wo er also im Kabinett gefordert hat, eine Wiedergutmachung für die Februaropfer der Arbeiterklasse, für die Vermögenverluste und alles. Er hat gesagt, ich will also eine Gerechtigkeit für alle. Und das hast du damals von niemand anders gehört. Ja, ja.
Also ja, ja. Er war schon, ja. Ich muss sagen, das war eigentlich schon eine linke Position. Ne? Lieber Siegfried, ich danke dir sehr herzlich. Ich darf noch einmal auf dieses außergewöhnliche Buch verweisen, das, glaube ich, zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit für sich in Anspruch nehmen kann, dass die Texte, über die man schreibt, auch tatsächlich gelesen und verstanden wurden im Sinne der Zeit. Ich kann das Buch allen politisch Interessierten nur herzlichst empfehlen und ans Herz legen. Ich danke dir für dieses wunderbare, sehr lebhaft und emotional geführte Gespräch und wir werden uns darauf einigen müssen, dass Renner eine Person mit ungeheuer vielen Facetten und auch Ambivalenzen und teilweise auch Widersprüchlichkeiten, aber jedenfalls eine der großen Figuren der österreichischen Zeitgeschichte. Danke sehr. Ich danke dir.